Hallo YouTube und willkommen zur Wochenendfolge am Samstag von From Zero to Hero und das Ganze natürlich mit unserem Lieblingsduellanten, dem lieben Milo. Hallo. So, der schon wieder einen Kilometer weg sitzt vom Mikro? Nein. Nein? Okay. Nein. Alter, ich muss mich mal kurz muten. Ja. Nubi83 cheert nochmal mit 307 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es natürlich auch ein Herzchen wieder, was für ein Herzen kommt. Und ja, wir sind im Hype Train Level 1, Leute. 79% bisher erreicht. Ihr seid doch der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und ich verfahre mich natürlich auch gleich dadurch. Leute, echt krass. Vielen, vielen Dank dafür. So, da ist er wieder. Da habe ich mich gleich vor Schreck ein bisschen verfahren. Ich erstmal umlenken. Jo. So. Ja, Milo, wie sieht's aus? Arbeitlich bei dir? Hast du viel zu tun? Ja, doch. Halt mich so bei der Stange mit der Arbeit. Du hältst dich so bei der Stange. Ja. Ja. Ich muss mal kurz zum Minuten. Jo. Gut, wir müssen natürlich sehen, dass wir jetzt erst einmal. Das mit dem Cheeren, Leute, möchte ich euch nochmal erklären. Ihr zahlt, es ist wirklich geil, so wie ihr reinhasselt, ne? Muss dazu sagen, ich bin wirklich stolz drauf und glücklich, dass ihr da seid. Ganz ungeachtet dessen, wer cheert oder sonstiges, beziehungsweise donated oder sonstiges, weil es ist einfach dieses schöne Gefühl, mit euch zusammen zu genießen. Ne? Darum geht es einfach. Und deswegen das Cheeren. Ihr zahlt beim Cheeren leider immer drauf. Wenn ihr euch Spitz kauft oder sonstiges, ihr zahlt da wirklich immer drauf. Denn wenn wir jetzt, sagen wir mal, wie gesagt, die Preise, ich muss mir die wirklich mal komplett zu Gemüte führen bei den Bits. Allerdings ist da wirklich eine sehr hohe Provision, was ihr dann immer drauf zahlt. Auf die Bits, was ihr bei einer normalen Donation nicht macht. Ne? Da logischerweise kommt das so, was ihr donatet, kommt dann so an, so wie es ist. Und bei den Bits, die ihr euch einkaufen könnt, bezahlt ihr immer obendrauf. Ne? Das, wie gesagt, nur mal als Information. So, jetzt kaufen wir uns erst einmal einen Frontlader und dann nehmen wir nämlich den hier, den lassen wir so, wie er ist. Warte. Ganz kurz. Ganz kurz. Benutzt kann ich ganz kurz hören? Ich will. Nee, ich will gar nicht hören. Ich will kurz, ganz kurz. Mario, ich möchte mir was kaufen. Ist das in Ordnung? Was denn? Für meinen Traktor was? Ja, da brauchst du mir nicht sagen. Cool. Nee, ich wollte bloß informieren. Ja. Entschuldige die Störung. Gut, ne? Weil, wie gesagt, müssen wir ja aufpassen. So, okay, kaufen wir uns. Und dazu, okay, wir haben aber Paletten. Liebe Leute, ich weiß, es ist eine Palettengabel und mit Palettengabel die Ballen zu laden ist auch suboptimal, aber wir brauchen die Palettengabel für die Paletten. Ne? Und der Nubi cheert nochmal mit 417 Bits. Dankeschön, Nubi. Dankeschön. Dafür gibt es natürlich auch wieder von Herzen ein Herzchen. Dankeschön. Danke. Genau. Oder wollen wir... Wir brauchen Palettengabel. Wir brauchen wirklich Palettengabel, sonst können wir nicht... So. Dann machen wir natürlich mal ganz kurz mit Tastatur hier das Ganze. So. Nicht umfallen. Jetzt. Okay, wunderbar. So, gehen wir hier ran. Zack. Gut, dann können wir nämlich erst einmal unsere Ballen. Schon mal die Ballen fahren. Und dann mal schauen, wie es hier vorne aussieht. Das ist natürlich hier vorne schon sehr, sehr. Okay, Matze, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke dir. Okay, die sind hier schön am werkeln. Das ist sehr, sehr geil. Es ist besser bei den Gabeln.
Ja, aber Sören hat den Server verlassen. Wir müssen aber sehen, wie gesagt, Palettengabel brauchen wir halt für die Paletten, deswegen nehmen wir die halt zu. So, fahren wir erstmal. Spaßbumse, Servus und Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, hier haben wir natürlich noch nicht so viele Ballen, was aber gar nicht so schlimm ist. So. Okay, dann machen wir mal aus, dass wir nicht sinnlos irgendwas verblättern. Okay, warte mal. So. Der ist voll. Dann werden wir das gleich mal wegbringen hier. Mal schauen. Okay, das bringen wir wunderbar. Das bringen wir noch bei uns rein. Weil, warte mal, hab ich richtig geguckt? Ja, Auftrag ist fertig. Auftrag ist fertig, da passt das sehr gut. Wechsel das alles runter. Zum LU oder was? Ja. Jo, kommt sofort. So. Mit dir. Hallo, liebes LU. Hallo. Sie wollte mich sprechen. Genau, also wir haben einen LU-Mitarbeiter aktuell weniger. Ja, hab schon gemerkt. Von daher sind bei Ihnen auch nur zwei momentan zugange. Und bei meinen Kontrahenten? Genauso wie für Manu natürlich auch. Okay, also habt ihr schon gesehen, dass es da ausgeglichen bleibt. Richtig. Wunderbärchen, ja, Wir vielen, wollen vielen das so Dank. machen. Ja, vielen Dank für die Information. Wenn ich einmal hier bin, was möchtet ihr denn für den Auftrag haben, für den Dreschauftrag, wo wir gerade zugegen waren? Also gibt es dafür schon eine Rechnung? Wo wir gerade zugange sind, leider kann ich die Rechnung noch nicht fertig machen, weil ich erst die Anzahl der Ballen benötige. Nee, ich meine hier, wo der Sören gerade gedroschen hat. Den Auftrag, den ich angenommen Ach hatte, so, den ist ihr, der fertig? der ist fertig. Also ich fahre jetzt bloß noch das Zeug bei mir ins Silo, weil wenn ich jetzt auf Abschließen gehe, ist es ja auch weg. Ja. So, deswegen fahre ich das bei mir noch ins Silo und dann schließe ich den sofort ab und dann können wir, wie gesagt, abrechnen. Mir bitte einmal mitteilen, in welcher Höhe der Auftrag war. Und zwar, der Auftrag war in der Höhe von 13.520. Da sind wir bei einer Rechnung in Höhe von 5.400 Euro. 5.400. Genau. So, okay. Okay, ist raus. Dann Ist können wir. angekommen. Ist angekommen? Ist angekommen. Wunderbar. Dann kommen wir gleich zum nächsten Auftrag. Und das. Müssen wir mal kurz gucken, wo das ist. Da haben wir. Was haben wir denn da? Okay, und zwar fällt. Nee, das machen wir nicht schon wieder. Nee, davon lassen wir diesmal den Finger, sonst haut mir das LU eine Wendeltreppe ins Kreuz. Genau, wir ernten, also ich würde jetzt noch einen neuen Auftrag annehmen, wenn das sich. Ach nee, es sind ja gerade zwei beschäftigt, ne? Wenn der Sören noch mit beim Pressen und sowas alles dabei sein soll, dann ja. Okay. Ich nehme den Auftrag schon mal an und wenn wir dann unten auf der Wiese, also mit dem Vermehrungsglas fertig sind, dann kurz bei mir melden. Und Ja. dann können wir dann den 32, also auf Feld 32 wäre dann der Folgeauftrag zum Abernten mit Drescher. Genau. Da geht es in den Raps. Feld 32. Genau. So. Fahren wieder selbst. Abfahren mache ich wieder selbst, genau. Alles klar. Gut. Wunderbar. Dankeschön. TLC, bist echt klasse, mach weiter so. Ja, gerne. So. Wie gesagt, das gehört dazu. Ihr gebt so viel, da muss man was zurückgeben. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. So, ist er wieder.
Alter Verwalter. Gut, ich mit mich nochmal kurz. Nubi cheert nochmal mit 120 Spitz. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dafür gibt es natürlich ein Herzchen, was für ein Herz kommt. Dankeschön. So, wir machen hier erstmal Platz. Also versuchen es zumindest. Denn wir werden mal hier tüdeln. So, können wir nachher wieder wegnehmen. Und dann schauen wir jetzt gleich mal, dass wir unsere Ballen weitermachen können. Und jo, was kostet uns denn so ein kleiner Anhänger, wenn wir sowieso vorfahren? Erstmal so ein... Okay, da kostet 8000. Danubi, cheert nochmal mit 17 Bits. Vielen, vielen Dank. Dafür gibt es natürlich auch ein Herzchen. Dankeschön, Nubi. Und mit 14 Bits nochmal hinterher. Vielen, vielen Dank, Nubi. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und nochmal 13 Bits, Nubi. Ne, Nu ist aber Hölle, die Waldfee. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, Ballentechnik, hier haben wir es. Wir müssen mal schauen, was kostet uns das so ein Ladewagen. Aber auch. Und der Flow hinterher cheert mit 55 Spitz. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es natürlich ein Herz, was für ein Herz kommt. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, wir brauchen einen Ballenanhänger. Das ist natürlich sehr suboptimal. Leute, ihr seid echt der Hammer. So, gut. Müssen wir sehen, ob man die vielleicht zu. Ich weiß. Viele werden jetzt sagen, stich doch die Folie nicht kaputt, halb drum und dran. Ich weiß, Leute, ich weiß. Aber dennoch. So, da ist er wieder. Jo. Was hast du jetzt rausgekloppt? Nochmal eine Tasse. Und zum krönenden Abschluss heute gibt es dann noch einen Key. Und was? Einen Key, also hier auch fürs DLC. Ja. Und ja, in der Folgewoche, denke ich mal, haue ich vielleicht eine Woche über noch ein paar Keys raus. Oh. So, als Dankeschön. Hast du es dir schon gekauft? Bitte? Hast du es dir schon gekauft? Natürlich. Ich habe es mir gestern, glaube ich, oder vorgestern erst. Bei den Inhalt ist es in Ordnung. Ja, ja. Das denke ich mal schon. So. Hier schön rum. Und der Nubi cheat nochmal mit 4 Bits. Dankeschön, Nubi. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Schauen wir gleich mal hier rein. Ach, verdammt. Ich muss mal kurz ins LU. Mhm. Liebes LU, ja. Wir haben ja wieder die Problematik mit den Ballen. Ich würde jetzt erstmal alle Ballen reinfahren und ihr müsstet mir dann halt wieder, wenn ihr sie verkauft habt, das Geld dann überweisen, was von den Silageballen kam. Ja, ich hätte ein kleines Anliegen. Jo. Und zwar müsste der Drescher mal ganz fix abgetankt werden. Ja, natürlich, bekommen wir hin. Kleinen Moment, kleinen Moment. Bekommen wir hin. Super. Lass den mal hier an der Seite stehen. Komm sofort runter und hol's ab, ne? Jo, alles klar. Jo. Bin mir auch nicht sicher, ob überhaupt einer kommen soll. Ich glaube nicht. Oder? Live 3 als Stream? Kann ich dir jetzt... Baker, ja. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Ob oder ob nicht. Vielleicht, wenn es zeitlich sich wieder ausgeht, zum Abschluss vielleicht eventuell. Hm. Na klar, Abschlussstream oder so, ja, das gab es jetzt eigentlich immer. Ja, ja, deswegen. Aber ob und wie und was und wo, kannst du jetzt gar nicht sagen. Leute, das war. Chewbacca incoming. Das war echt. Heile die Waldfee. Eieiei, das war eine knappe Kiste.
Der Lukas, ich würde zwar noch weiter gucken, muss aber morgen früh 55 wieder raus. Ja, kein Ding, Lukas. Schön, dass du da warst und ja, in diesem Sinne, gut Snächtle und hau rein, morgen früh. So, fahren wir erstmal fix abtanken. Ah, kommst du hier aus dem Abtanken nicht mehr raus. Und der Julius hat geresubbt im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank dafür, Julius. Dafür gibt es ein Herzchen, was für ein Herzen kommt. Dankeschön. Danke, danke, danke. So, preschen wir hier vorbei. Machen den mal kurz leer hier. Aufpassen, dass ich das jetzt auch nicht verpasse. Ja, da ist ein Rohr. So, wie viel gibt es denn? So, das war das ja. Okay. Das mal hier rein, schauen wir mal. Ah, verdammt. Ja, okay, macht ja nichts. Wir können sie ja, ne, versteht er? Wir können ja und machen dann und tun. Ne? Alles kein Problem. Maxim, das kann sein. Also, ich habe auch schon Subs bekommen bei anderen Leuten, wenn ich einfach offline war. Also, ich war überhaupt nicht dort. Das passiert. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also wie der Fiat das Ding hier durcheiert, wie heiße Messer durch die Butter, echt krass. Echt? Schau, Ferguson. Was hast du denn dran? Tiefenlockerer. Und der zieht durch, meinst du? Ohne Ende. Ja, der zieht durch. Macht einen geilen Sound, bläst oben Schwarzwolke raus und zieht durch. Bergauf, bergab, quer. Ganz ja, der klar. Fiat ist halt wirklich sehr, sehr cool. Die Maschine, ja. So, okay, dann machen wir das, dann machen wir das. Bei SLP, weil wer ist SLP? Ah, nicht dein Ernst. Nein, Quatsch. Na doch, ne ein bisschen. Ach, keine Ahnung. Hab ich was von Subs gehört? Ach, Stony. Nein. Ah, nur gleich 10. Ja. So, machen wir das aber noch gut. Voll. Ja, denk an mein Herz, ne, alter Mann, ne, das ist halt. Das ist schwaches Herzchen. So, ist das Ding jetzt leer? Okay, jetzt ist es leer, wunderbar. Komm mal kurz mal los. Jo. Okay, die sind hier ready. So, wie gesagt, ne, wir werden jetzt hier erstmal reinfahren, das Ganze hier erstmal abkippen. Und dann. Mega hast du mal Fernsehen. Ja. Genau so ist es. So, wie gesagt, wir werden Fahrradfeld 32. Ach, der ist wohl schon. Ah, alles klar. Okay. Warte mal, war das meiner? Ja. Okay, wir müssen dann erstmal, Digga. Ja, auf. So, wir müssen dann erstmal sehen, dass wir erstmal so. Ganz jetzt. Bitte was? Dass wir ganz schnell unseren Anhänger holen. Zum Feld eiern. Und dann passt das. Wir haben echt eine Menge zu tun, Leute. Wir haben wirklich eine Menge zu tun. So. Müssen aber auch sehen, dass wir die Beine so schnell wie möglich da reinbekommen. Und dass wir dann erstmal sehen, dass wir hier weiter vorankommen, was die Penunzen angeht. Und dann eventuell hier oben, das wäre eigentlich so. Hier, das wären eigentlich so die besten Stücke, die man haben kann.
Beziehungsweise. Ich war vorhin kurz da und ich habe ihn verpasst, schade. Uha. Beziehungsweise auch hier oben, Leute. Das wäre halt auch schön, ne? Wo wir jetzt gerade sind. Jetzt ist er erst da. Weißt du, was mir gerade im Chat gesagt wurde? Was denn? SLP, ja. Ja. Hat random Subs-Geschenke rausgehauen und ich habe einen bekommen. Das freut mich ja schon wieder fast, weil das wollte er bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Also gut, das ist mir eigentlich egal. Nee, eigentlich nicht, weil ich habe ja somit 4,99 € geschreddert. Hm. Ah, witzig. Naja. So, palim, palim, palim. Wo müssen wir lang? Ah, das Glückwunsch, Stauni, für Platz 1 hast du dir verdient. Okay, gut, können wir hier machen. Motorgerät hat eine Wartung fällig. Ja, das stimmt, aber da haben wir jetzt echt keine Zeit dafür. Ne? Da müssen wir dann sehen, dass wir das dann, wenn wir ein bisschen mehr Luft ist, machen. Aber jetzt ist erstmal wirklich angesagt, dass wir hier ranklotzen. So, nehmen wir gleich hier stehen. Feldweg. Ja, vor allem, ich war gar nicht da, Mike. Er hat wohl gemeint, ach schau, der Hofnarr guckt rein. Aber ich war, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal, hier, wo wir zusammen drin waren kurz. Mhm. Da war ich das letzte Mal bei ihm. Ja. Rate mal, was das ist. Keine Ahnung. So. Auf zum Feld, auf zum Feld, auf zum Feld. Ja, vor allem ich habe Freude damit, Stony. Danke dir. Können noch mehr bei der Verlosung nächstes Mal teilnehmen, wenn du so viel raushaust hier. So, liebe Leute, da steht er schon, da steht er schon, da steht er schon. Du müsstest. Wer hat einen gedingst? Aber wieso steht er denn? Warum fährt er denn nicht? Star Trek habe ich tatsächlich nie geguckt. Irgendeiner muss was sagen von uns beiden. Inwiefern was sagen? Ja, 22 Minuten. Ach, gucke. Ich glaube, ich bin dran, oder? Ja, kann sein, ja. Ja, ne, gut. Dann, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, dann lasst gern das Däumchen da. Und ja, wir sagen erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.